Mein Name ist Andreas Salcher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebensbildung für neugierige und lernende Menschen. Mein heutiger Gesprächspartner ist wirklich einer der ganz großen Weisen der Welt. David Steindl-Rast, genannt Bruder David, ist ein einfacher Benediktinermönch. Er lebt das halbe Jahr im kleinen Kloster Gut Eicht in St. Gilgen am Wolfgangsee. Aber die andere Hälfte des Jahres reist er um die Welt, hält Vorträge auf allen Kontinenten. Und seine Zuhörer reichen von den Ärmsten der Armen in Zaire bis zu den Fakultäten der US-Top-Universitäten Harvard und Columbia. Von buddhistischen Mönchen bis zu den islamischen Sufis, von den Missionaren auf den polynesischen Inseln bis zu den Green Berets, der Eliteeinheit der amerikanischen Armee. Bevor er Benediktiner wurde, studierte er Kunst, Anthropologie und Psychologie in Wien. 1965 beauftragte ihn der Vatikan, sich auf dem Gebiet des interreligiösen Dialogs zwischen dem Buddhismus und dem Christentum zu engagieren. Und um das tun zu können, lebte er viele Jahre im ersten amerikanischen Zen-Kloster in Tassahara, das damals vom berühmten Zen-Meister Shironye Roshi gegründet wurde. Was macht Bruder David so besonders? Man spürt, dass er lebt, was er sagt. Seine Spiritualität ist nicht abgehoben, sie ist sehr konkret. Sie ist sichtbar, wenn man ihn in die Augen blickt. Sie ist hörbar, wenn er die Stimme erhebt. Und sie berührt, wenn man sich sofort mit seinem Herzen verbunden fühlt. Sie werden das gleich selber merken, wenn Sie seine Stimme hören. Diejenigen von Ihnen, die meine Bücher kennen, die wissen, dass ich mit der Kirche als Institution spirituell immer wenig anfangen konnte. Ich habe mich immer eher als einen Suchenden, als einen praktizierenden Gläubigen verstanden. Aber Bruder David war der Erste, der mich einen Hauch davon spüren ließ, was dieses Prinzip Jesus gewesen sein muss, was diese echte Menschenliebe bedeutet. Ich kann mich erinnern, beim vierten Waldseelmeeting im Stift Melk im Jahr 2007, wo auch der Dalai Lama dabei war. Der Dalai Lama ist ja mit Bruder David gut befreundet, hat auch das Vorwort in einem seiner Bücher geschrieben. Aber diese Faszination, die Bruder David auch damals bei den knallharten Wall Street Managern, die an dem Waldseelmeeting teilgenommen haben und quer über alle Einstellungen, Religionen, dort ausgelöst hat, das war schon unglaublich. Ich freue mich auf dieses Gespräch hier heute in der Küche des Benediktinerklosters Gut Eich. Sie werden das hören, hier und da rattert die Kaffeemaschine oder eine Uhr schlägt. Wir werden darüber reden, was Bruder David Kindern über Gott erzählt und warum er Kinder für kleine Philosophen hält. Wir werden lernen, wie wir unsere Angst vor dem Unbekannten überwinden können und warum Angst durchaus notwendig ist, wie wir aber der Furcht ausweichen können. Weil das große Hindernis für das Neue, für das Entdecken, für das Vertrauen ins Leben ist die Furcht. Und wir werden lernen, was wir über das gute Leben von Einsiedlern und Mönchen auf unser eigenes Leben übertragen können, wenn wir bestimmte Phasen haben, in denen wir alleine leben. Aber wir werden auch hören, was der Unterschied zwischen Einsamkeit, nämlich dem Nicht-Verbunden-Sein und dem guten Alleine-Leben ist. Freuen Sie sich mit mir auf den Benediktinermönch David Steindl-Rast. Lieber Bruder David, wir haben uns ziemlich genau vor 10 Jahren in deiner Geburtsstadt Krems kennengelernt und ich kann mich erinnern, wie du mich damals durch diese Stadt geführt hast und mir gezeigt hast, schau, die Blumen hier und wie du mir die Menschen gezeigt hast und mir von deiner Jugend erzählt hast und von deiner Kindheit in Krems. Jetzt Menschen, die dich nicht kennen, was wäre denn so eine Geschichte aus deinem Leben, wo du sagst, die ist irgendwie bedeutsam, die ist typisch für mein Leben? Kannst du da irgendwas erzählen? Also, da muss ich gleich berichten, Krems ist nicht meine Geburtsstadt. Ich bin in Wien geboren, in Hetzendorf, in der Schönbrunner Allee. In Krems habe ich dich damals herumgeführt,
weil das die Garnisonstadt war, wo ich beim Militär war, in der Kaserne, in der Kremser Kaserne. Und an Krems habe ich schon sehr schöne Erinnerungen, nämlich ich glaube, es ist ja eigentlich unvorstellbar, dass ich fast ein ganzes Jahr beim Militär war und nicht aus der Kaserne in Krems herausgekommen bin. Das ist ja ein Gotteswunder. Also ich sage immer, es war ein Schutzengel, das war es auch sicher. Aber da bin ich wir durften ja hier und da in die Stadt gehen, von der Kaserne, das war ja gleich vor dem Stadttor. Und da bin ich einmal bei Tag in der Stadt gewesen und habe gesehen, wie sich viele Leute anstellen, sind zur Schlange gestanden bei einer Molkerei. Und wir waren immer hungrig, auch als Soldaten natürlich, und immer. Und dann habe ich mich auch dort angestellt und bin dann vorgekommen und gesagt, ich habe natürlich keine Milchkarten, aber haben Sie vielleicht für einen armen Soldaten ein bisschen Milch? Und da hat die Frau, das war eine alte Frau, damals ist sie mir alt vorgekommen, eine ältere Frau, hat sich umgedreht und hat hinten hineingeschrien, geh Teufi, gib der verhungerten Mörschbeiß was zu essen. Worauf die mir was zu essen gebracht haben. Milchhändler haben wir in einer guten Situation im Krieg. Und dann haben sie mich zum Mittagessen eingeladen, am Sonntag. Und da bin ich dann mehrmals am Sonntag zu denen zum Mittagessen gegangen. Und die waren, aber das habe ich erst Jahrzehnte später mir so zusammengereimt, die waren befreundet mit dem Stabsarzt, den ich nie persönlich kennengelernt habe. Das war also der Gotteswunderoberste in der Kaserne. Und zum Sanitätskorps gekommen. Und dadurch sogar einmal grundlos, mehr oder weniger, auf einige Wochen ins Lazarett geschickt worden. Und ich glaube, das hat mir also offensichtlich das Leben gerettet, weil immer, wenn die anderen abgestellt worden sind an die Front, war ich woanders. Das ist unglaublich. Also Kremser. Wie weit war der Krieg damals schon? Das war das Kriegsende. Das war schon das Krieg. Aber du hättest noch quasi in die Schlacht geschickt werden können. Jeden Tag. Viele meiner Kameraden sind abgeschickt worden. Und einmal eine ganze Kompanie, die direkt in einen Bahnhof eingefahren sind, der schon von den Russen besetzt war. Und die waren noch dazu russische Staatsbürger, weil sie also Auslanddeutsche waren und die sind alle umgebracht worden, nimmt man an. Schrecklich, schrecklich. Ja. Aber mir hat Krems, also einerseits war es der Tiefpunkt meines Lebens. Nicht? Das Einrücken in die Kaserne, dort zu sitzen an der Donau, am Morgen, glaube um 10 musste ich in der Kaserne sein, am Morgen bin ich dort gesessen und habe die Füße gebadet in der Donau. Das war der Tiefpunkt meines Lebens. Ich bin dann hineingegangen wie zur Hinrichtung sozusagen und verständlicherweise. Und genau an der Stelle haben wir uns dann getroffen mit dem Dalai Lama, glaube ich sogar, genau. Oder der haben wir dann erst... haben wir später getroffen, ja. Genau. Aber aufs Schiff sind wir gegangen. Aufs Schiff, genau an der Stelle, wo ich an der tiefsten Stelle meines Lebens gesessen bin, war dieser Höhepunkt mit Musik, Blasmusik und Fahnen und Sonne und Schiff. Ich kann mich erinnern, dass du sehr emotional warst, deswegen wollte ich jetzt nachmachen. Also das wusste ich nicht, dass das war der Untergrund. Ja. Na gut, mittlerweile ist wieder 10 Jahre sind vergangen, du bist 91 Jahre. Wie ist das eigentlich, wenn man so jeden Tag als Geschenk empfindet? Und was wünscht man sich da eigentlich vom nächsten Tag? Und was sind du, ich habe schon gerade gehört, du bist nächstes Jahr wieder in Argentinien eingeladen, du reist noch ungemein viel. Was willst du weitergeben? Woran soll man sich einmal erinnern? Also weißt du,
Manchmal glauben Leute, dass ich sowas weitergeben will, woran man sich erinnern soll und so. In meiner Vorstellung ist das nicht eigentlich so, sondern ich nehme teil an einer Entwicklung, an einer Bewusstseinsveränderung, die sich vollzieht in unserer Zeit. Und ich werde selber davon genährt und ich teile es mit anderen. Und am liebsten wäre es mir, wenn sozusagen meine Fußspuren völlig verwischt sind und verloren, aber diese Bewegung, diese geistige Bewegung sehr kräftig weitergeht. Naja, aber zu deinem Pech sozusagen gibt es ja viele Freunde in deinem Umfeld, die dafür sorgen, dass deine Fußspuren nicht ganz vergessen werden. Aber es muss schon einen Grund haben, dass es ja viele Menschen gibt, die das, was du ausdrückst und formulierst, weitergeben wollen. Was könnte das sein? Formulieren wir so. Ich bemühe mich sehr, Dinge wirklich durchzudenken und nicht niederzuschreiben oder auch auszusprechen, bevor sie nicht wirklich gut verdaut sind. Und das hilft natürlich Leuten, wenn man es wirklich auf eine kurze, klare Formel bringt, nicht wahr? Zum Beispiel Vertrauen aufs Leben und Dankbarkeit, dankbar leben. Also kurze, klare Formel, und darum bemühe ich mich mehr und mehr. Und das ist zugleich auch eine große Freude, weil ich mich ständig mit der Sprache auseinandersetzen muss. Das musst du ja auch als Autor, nicht ständig. Und das ist eine solche Freude, schon einfach nur zu entdecken, zum Beispiel, wie wichtig in der deutschen Sprache kleine Wörtchen sind wie eben und halt und ist halt so, ist eben so. Wie diese kleinen Wörter und was das, wie viel da drinnen liegt. Nicht wahr? Zum Beispiel, wenn der Rilke sagt, sei allem Abschied voran wie der Winter, der eben geht. Eben geht, das heißt nicht jetzt soeben geht, sondern das drückt aus, wie sich die Jahreszeiten verändern. Sie gehen eben. Sie gehen eben. Und wenn wir lernen könnten, eben zu gehen, hätten wir erlernt, wie man gut stirbt. Oder auch, wie man gut lebt. Nicht wahr? Das Äquivalent für eben in Englisch ist just. Ja. The winter just goes. Und einer meiner Zen-Lehrer hat gesagt, dieses Wörtchen just ist das beste Wort in der englischen Sprache. Whatever you do, just do it. Was immer du tust, tu es eben. Mit dieser Selbstverständlichkeit, mit dieser Gelassenheit. Weißt du? Also das Wörtchen eben hat die ganze Gelassenheit drinnen, die man sich in der Spiritualität wünscht. Und nicht nur beim Rilke. Ich habe dann entdeckt, dass zum Beispiel im Heidenröslein, ja, Goethes Heidenröslein, alles Handlung ist, von Anfang bis fast zur letzten Zeile. Der Knabe sah das Röslein, er lief schnell es nahe zu sehen, er sah es mit vielen Freuden. Und er sagt, ich breche dich, und das Röslein sagt, ich steche dich, ist alles Handlung. Und er brach das Röslein, und das Röslein wehrte sich und stach, immer noch Handlung. Und dann kommt, muss es eben leiden. Und dieses Eben hat eine solche Kraft. Das ist die ganze Interpretation dieses Gedichtes. Wenn dieses Eben nicht drin wäre, oder wenn das einfach heißt, es kann ganz zynisch sein, so ist es eben und so. Nein, da ist viel mehr drinnen. Wenn sie wirklich, so ist das Leben, und wenn man sich wirklich aufs Leben einlässt, dann kann man so leben und so sterben. Das ist, und diese kleinen Feinheiten der Sprache, das ist immer noch ein begeisternd für mich. Ja, da bist du ein Meister drin, das würde jetzt zu weit führen, aber ich habe ja
dein Buch Credo sehr genau gelesen und du weißt ja, dass ich einer bin, der mit der strengen katholischen Lehre wenig anfangen kann. Aber du hast ja dort Wort für Wort das christliche Glaubensbekenntnis analysiert und ich habe viel daraus gelernt und das ja auch teilweise in meinen Büchern zitiert, dass es eben auf jedes Wort ankommt. Du hast von der Einfachkeit gesprochen. Kinder, den Kindern muss man es ja einfach erklären. Mich würde interessieren, du bist ja Mönch, daher nehme ich an, hast du keine Kinder, so wie ich übrigens, obwohl ich kein Mönch bin. Aber ich nehme an, du magst Kinder und du lernst von Kindern und Kinder fragen dich auch bestimmte Dinge. Was fragen dich Kinder eigentlich und was antwortest du ihnen? Also Kinder sind wirklich große Philosophen. Ich rede gerne mit Kindern. Wir haben nicht sehr viel Gelegenheit zur Zeit. Aber ich rede gerne mit Kindern, weil sie wirklich die großen philosophischen Fragen stellen. Nicht wahr? Wo kommen wir her? Und hinter so anderen Fragen, die Kinder stellen, besonders zu der Zeit, wo sie sich immer fragen, wo sie den ganzen Tag fragen, haben Flöhe auch Läuse oder solche Fragen. In dieser Zeit steht hinter allen Fragen ganz große philosophische Fragen. Nicht wahr? Und dazu gehört, woher kommen wir, wohin gehen wir und worum geht es einfach im Leben? Fragen dich Kinder, wenn sie dich über Gott fragen, gibt es Gott? Oder fragen sie dich, wie schaut Gott aus? Oder was fragen sie dich? Also wenn sie zum Beispiel über Gott fragen, dann lenke ich das gleich ab und versuche das Wort Gott zunächst einmal zu vermeiden, ja, und spreche von dem großen Geheimnis, dieses ganz Geheimnisvolle, das wir gar nicht ausloten können, das wir gar nicht völlig verstehen können, aber zu dem man doch eine Beziehung hat. Das kann man mit Kindern wirklich besprechen. Das Leben, nicht? Denen ist alles geheimnisvoll. Und wir sprechen über das Geheimnisvolle. Nicht? Und dann erst kommt, und dazu kannst du wirklich du sagen und hinhorchen, was will denn das von dir? Jeden Augenblick redet es dich auch an. Nicht mit Worten, aber wenn dort ein Apfel liegt, der Apfel redet dich an, oder die Hollerstauden, die redet dich an. Die ist ein anderes Wort wie eine Birne oder ein Apfelbaum oder sowas. Und das kann man alles mit Kindern besprechen und die verstehen das. Das Geheimnis, jetzt bin ich auch neugierig geworden, ich weiß, und das gefällt mir an deiner Spiritualität, dass sie eine sehr lebensnahe und eine sehr konkrete ist, aber wenn ich jetzt als Erwachsener sozusagen nachfrage, was ist denn das Geheimnis des Lebens? Das Geheimnis ist gar nichts Vages, es ist keineswegs vage. Ja, man kann es sogar eigentlich ganz klar definieren. Geheimnis ist das, was wir nicht begreifen können, und da ist dieses Greifen und Analysieren und in den Griff bekommen durch Begriffe, das ist da ganz stark drinnen, also das, eine Wirklichkeit, die wir nicht begreifen können, die wir aber verstehen können, denn da ist ein großer Unterschied zwischen Verstehen und Begreifen, wenn sie uns ergreift. Und auf diese Ergriffenheit kommt sehr viel an. Und in Augenblicken, wo das Leben uns ergreift, sind wir, das ist Gebet, da sind wir in der tiefsten Verbundenheit mit dem Geheimnis unter dem Aspekt einer persönlichen Beziehung. Und unter diesem Aspekt spricht man dann, und nur richtig unter diesem Aspekt, von Gott. Ja, Gott ist ja nicht jemand, nicht ja nicht jemand anders, sondern in Gott leben wir, bewegen uns und sind in Gott und nicht wie die Fische im Wasser, sondern wie der Tropfen im Meer.
In Gott. Das heißt, wenn ich sozusagen am Abend in den Sternenhimmel schaue und wenn ich weiß, dass das Universum unendlich ist und sich immer weiter ausdehnt, dann muss ich das gar nicht begreifen oder verstehen, aber... Verstehen kannst das du, Geheimnis. Wenn es dich ergreift. Wenn es mich ergreift. Du verstehst es in dem Sinn, dass du drunter stehst, drinnen stehst, dazugehörst. Das ist alles, das ist das richtige Verstehen. Ganz am Ende von diesem berühmten, sehr bekannten Gedicht von Dylan Thomas, A Child's Christmas in Wales, das ist, glaube ich, auch in Deutsch bekannt, das Weihnachten eines Kindes in Wales, da schreibt der letzte Satz ist dann, und dieses Kind wendet sich an die große Dunkelheit und so mit einem Gebet. Er sagt sogar, ich bete zu der großen Dunkelheit und schlaf ein. Da diese große Dunkelheit, der Sternenhimmel und so weiter, ist ja nicht nur draußen, sondern auch innen in uns, das innere Universum. Du hast ja gesagt, Kinder fragen dich ja auch quasi, woher kommen wir? Was ist denn jetzt, auf der einen Seite hast du nicht nur die christliche Religion, sondern auch die buddhistische und dich mit vielen anderen auseinandergesetzt, aber was ist jetzt deine ganz persönliche Vorstellung, wie ist das wirklich losgegangen? Wie ist dieses riesige Universum entstanden? Und welche Rolle spielen wir darin als Menschen? Weißt du, wenn es darum geht, woher kommen wir, dann ist mir viel wichtiger als der Ursprung des Universums der jetzt dieser Augenblick. Denn die ganze Welt entsteht in diesem Augenblick durch die Begegnung meines Selbst mit der Umwelt und Mitwelt. In dieser Begegnung entsteht etwas. Das scheint mir das Wichtige. Ich muss zugeben, ich habe also vom wissenschaftlichen Standpunkt her interessiert mich auch sehr diese Big Bang-Theorie und ich habe sehr ernstzunehmende Freunde und große Wissenschaftler, die gar nicht so sicher sind über dieses Big Bang. Es ist jetzt im Augenblick also große Mode. Aber es spricht auch manches, vieles für ein Steady-State-Universe. Mhm. Also das mit dem Big Bang passt halt sehr gut zu dem Gott, der so irgendwie außen ist und der so einen Anstoß gibt. Davon sehe ich ab. Entweder oder, ist beides interessant und hat seine Implikationen und so weiter. Aber jetzt in dem Augenblick entsteht alles und ich spiele mit, denn wie ich jetzt antworte oder wie ich in Beziehung trete mit der Welt, die auf mich zukommt, das macht ja einen Unterschied für die ganze Welt, die auf mich zukommt. Die geht dann wieder anders weiter. Also wir spielen mit in der Schöpfung dieser Welt, wie wir sie sehen, ob wir aufmerksam sind, ob wir unsere Sinne pflegen. Es hilft gar nichts, wenn da die schönsten Früchte vor mir stehen, wenn ich nur denke, welche schmeckt mir am besten. Wenn ich nicht jede anschaue und wie sie in den Farben verschieden sind, wie sie verschieden riechen, wie sie sich verschieden anfühlen, das ist das Entscheidende im Leben. Wenn wir beim Entscheidenden im Leben sind, du weißt ja, ich selber bin ja Betriebswirt und beschäftige mich so mit eher den rationalen Erfolgslehren des Menschen. Aber das Interessante ist, ich mich auch mit den spirituellen Lehren ein bisschen auseinandergesetzt und da gibt es eine große Parallele. Also mehr oder weniger die spirituellen Lehren, aber auch die ganz konventionellen, rationalen Erfolgslehren sagen, die größte Herausforderung für die Entwicklung des Menschen ist die Angst. Also die persönliche Entwicklung liegt immer hinter der Tür, vor der du am meisten Angst hast, sie zu durchschreiten. Und das stimmt wahrscheinlich, weil Angst macht uns klein, zieht uns zusammen. Auf der anderen Seite ist Angst natürlich was Notwendiges. Wenn wir keine Angst haben, über eine Autobahn drüber zu gehen, dann wird es lebensgefährlich. Aber ich bleibe jetzt bei dieser Urangst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, vor dem Ungewissen.
Wie können wir denn diese, mit dieser Angst leben und wie können wir diese Angst überwinden? Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich habe ganz genau zugehört und du hast das Wort Furcht nicht ein einziges Mal verwendet. Angst, hast du ganz richtig gesagt, ist unvermeidlich und du hast sogar eine Tür genannt. Und die entscheidende Tür, also das passt mir vollkommen, da stehe ich vollkommen dahinter. Angst ist unvermeidlich und wenn wir mit Lebensvertrauen auf das zugehen, was uns am meisten Angst macht oder was uns ja gerade in diesem Augenblick eben Angst macht, dann wird es zu einer Tür oder zu einem Durchgang auf etwas ganz Neues hin. Das ist einfach eine Erfahrungstatsache. Das braucht man gar nicht zu beweisen. Das kann jeder sich selber beweisen. Schwierig natürlich, dem zu vertrauen, das ist immer schwierig, aber wenn man zurückschaut auf das Leben, sieht man, dass oft also Katastrophen, die einem richtig Angst gemacht haben, dann doch Türen, wie du sagst, geworden sind für etwas ganz Neues und etwas Unersetzliches und haben uns erst zu dem gemacht, was wir sind. Aber die Furcht sträubt sich gegen die Angst. Angst hängt ja zusammen mit dem Wort Enge. Angst, Enge, Angustia, das hängt alles zusammen. Und die Angst streckt so Borsten aus. Nein, 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 da will ich nicht hinein. Und bleibt natürlich drin stecken. Das ist ganz klar. Während wenn wir die Borsten einziehen und sagen, also schrecklich, schrecklich, es wird nicht deshalb besser, schrecklich, schrecklich, aber es wird schon wieder vergehen, dann der Fluss des Lebens treibt uns durch und wir schauen schnell, wo ist da irgendwo ein Ausgang und es geht in eine neue Geburt. Wir sind ja schon in diese Welt gekommen, durch einen sehr unangenehmen, aus einer paradiesischen Vorzeit, einen sehr unangenehmen Durchgang, Engpass in dieses Leben. Und immer wieder kommen wir in diese Engpässe. Also das heißt, das ist die Furcht ist der Engpass quasi und ich muss... Die Angst ist der Engpass. Die Angst ist der und das Lebensvertrauen ist, was uns durchbringt. Das Vertrauen, das tiefste Vertrauen oder Glaube heißt es in der religiösen Sprache. Und was uns auffällt, ist die Furcht. Und darum ist das Wichtigste, was man irgendjemandem sagen kann, ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich ganz gleich, wie groß deine Angst, fürchte dich nicht. Ein Thema, das viele Menschen beschäftigt, wenn sie älter werden, ist, jetzt sage ich es bewusst, die Furcht vor dem Alleinleben. Aber es ist ja nicht nur sozusagen der älter werdende Mensch, sondern das, was die Menschen heute unterscheidet, ist, dass wir ja längere Phasen unseres Lebens alleine gehen müssen. Wenn wir getrennt sind, wenn man Single ist und so weiter. Nur das Alleineleben ist es ja nicht, weil man kann alleine leben und sehr gut damit leben, wenn man nicht einsam ist. Und es gibt Menschen, die sind in einer Partnerschaft, fühlen sich aber sehr einsam. Und meine Frage, also eine Antwort ist immer, dass man sagt, naja, das Alleineleben überstehst du am besten mit Selbstliebe und so weiter. Aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern mich würde mal interessieren, für Menschen, die alleine leben, und das sind ja gar nicht so wenige, Mönche leben ja teilweise alleine, du lebst ja, hast ja viele Jahre deines Lebens auch in einer Einsiedelei gelebt. Was können wir profane Menschen denn von den Mönchen und von den Einsiedlern über das Alleineleben, über das gute Alleineleben lernen? Du sagst gutes Alleinleben und das scheint mir sehr wichtig, weil es gibt ein gutes Alleinsein und ein schlechtes, ein positives und ein negatives. Und das Gute nennen wir halt Alleinsein. Und das Negative heißt Einsamkeit, nicht wahr? Und wie unterscheiden sich die beiden? In beiden Fällen ist jemand nicht mit anderen. Ja, wir können nicht mit anderen sein und getrennt von anderen, innerlich und äußerlich getrennt. Dann sind wir einsam. Oder wir können nicht mit anderen sein, aber zutiefst mit anderen verbunden
Und das ist positiv, das ist das positive Alleinsein. Und es gibt ja auch eine wunderschöne Geschichte über einen Einsiedler, den die anderen fragen, was findest du denn da, wenn du immer tiefer in deine Höhle dich zurückziehst? Und er sagt als Antwort, am Ende finde ich alle Tränen der Welt. Also tief in der Höhle sind alle Tränen der Welt. Er lässt nichts zurück und er findet alle Tränen. Und die Tränen sind die Tränen der Ergriffenheit. Das sind nicht nur die Trauertränen, sondern es sind auch die Freudentränen. Darum sagt er auch alle Tränen. Alle Tränen sind, also die Verbundenheit mit allen Menschen, ergriffen von der Verbundenheit mit allen Menschen. Und das ist natürlich auch nicht nur, was Einsiedler pflegen und kultivieren, sondern auch, was alleinstehende Menschen zum Beispiel in der Erinnerung an schon Verstorbene, man kann ja immer wieder erstens einmal mit ihnen in Verbindung treten, das ist ja wirklich eine Möglichkeit. Je mehr man jemanden geliebt hat, umso mehr ist trotz des Schmerzes der Trennung ein Gefühl der Verbundenheit da, das kann man pflegen. Und dann Verbundenheit mit allen, die einem irgendwie nahestehen oder Menschen, um die man sich kümmert, das ist das Entscheidende. Also früher war das ja ganz gang und gäbe, dass alte Menschen, da hat man einfach angenommen, wenn alte Menschen so den ganzen Tag gesessen sind, die haben für alle gebetet. Also das ist ja eine wunderbare Weise, sich mit anderen in Verbindung zu setzen. Und da kann sie jetzt an die Attentäter denken, an die und an die Opfer des Attentates. Und da kannst du an die Kinder denken, die hungrigen Kinder und die Kinder, die nicht in die Schule gehen können. Und also alle Anliegen der Welt, da gibt es ja so viel, die kannst du alle in dich aufnehmen und gute Energie hinschicken und dich verbunden fühlen. Das Gebet ist nicht nur so irgendwie eine Weichenstellung, wo man etwas tut für die anderen oder so, sondern ist eine, noch tiefer ist es eine Verbundenheit mit anderen. Für andere zu beten, musst du zunächst einmal eins sein mit ihnen. Nicht wahr? Und das nimmt im Augenblick die Einsamkeit weg. Sondern da bleibt dann zwar das Alleinsein und unter Umständen auch ein schmerzlicher Aspekt des Alleinseins, aber doch tiefer drunter die große Freude der Verbundenheit. Was rätst du aber Menschen, die jetzt nicht religiös und auch nicht spirituell sind, die aber wirklich unter Einsamkeit leiden, die sich niemandem verbunden fühlen oder zumindest das Gefühl haben, mit ihnen fühlt sich niemand verbunden? Ich krieg sehr viele Mails von solchen Menschen, du vielleicht auch. Was rätst du denen? Um das Verbundensein kommen wir nicht herum. Vielleicht haben Sie, wenn Sie Glück haben, ein Hund oder eine Katze oder sowas oder eine Blume in einem Topf. Aber wenn Sie sie nicht haben, können Sie wenigstens einen Samen in einen Blumentopf geben. Irgendetwas muss es geben, wo man sich verbunden fühlt. Wenn es im Augenblick nicht einmal ein Mensch ist, aber du musst dich mit der Natur oder mit irgendetwas... Mit irgendetwas. Und das ist halt sehr persönlich. Da müsste man die Leute fragen, wo fühlst du dich doch noch ein bisschen verbunden mit irgendetwas? Und das lässt sich dann entwickeln und ausweiten und vertiefen und so weiter. Ja. Und man kann sich auch wahrscheinlich anregen, zu denken an die Leidenden, die brauchen dich, die brauchen, dass du an sie denkst. Und das macht einen Unterschied aus in der Welt. Ich glaube, das können Leute schon fühlen.
Aber natürlich kann man, das ist eben auch die große Gefahr, du sprichst ja von alten Leuten, die Verbitterung liegt immer nahe, nicht wahr? Weil es halt doch sehr viel Bitteres gibt, sogar wenn man so unglaublich gesund und begünstigt wie ich, aber schon das Anziehen in der Früh und ist bitter und eine Art Akrobatik, bis man in die Unterhosen hineinkommt und so. Das kann einen schon verbittern, nicht wahr? Und das ist immer eine Gefahr. Aber wenn man dankbar lebt, das heißt, wenn man Augenblick für Augenblick auf das schaut, die Gelegenheit, die uns das Leben jetzt gibt und diese Gelegenheit wahrnimmt, dann ist auch beim Aufstehen, wenn man noch so hier und zwackt und dort zwickt und so weiter, hier ist immer noch so viel, heute kann ich wenigstens gut atmen. Ich kenne keinen anderen Weg als die Dankbarkeit, um darüber hinwegzukommen. Ich weiß nicht, wie der Bruder David das macht, aber nach meinen persönlichen Begegnungen mit ihm habe ich nachher immer den Wunsch, selbst ein bisschen ein besserer Mensch zu werden. Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie die Stimme dieses 91-jährigen Mannes gehört haben? Wollen Sie mehr von ihm wissen? Welche Frage würden Sie ihm stellen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten? Nun, die gute Nachricht ist, dass dieses Gespräch mit Bruder David deutlich über eine Stunde gedauert hat und ich mich daher entschieden habe, es in zwei Teile zu teilen. Das heißt, es gibt einen zweiten Podcast mit Bruder David. Da wird es dann zum Beispiel um einen ganz besonderen spirituellen Ort gehen, nämlich Esalen in Big Sur in Kalifornien. Ein Ort, der von zwei reichen Jungs gegründet wurde, die dort eine Kommune gemacht haben, die sich aber ganz schnell zu einem spirituellen und auch intellektuellen Zentrum entwickelt haben. Paul Watzlawick hat dort gelehrt, Abraham Maslow, aber auch Künstler wie John Baez waren dort. Und Bruder David hat an diesem ganz besonderen Ort selbst eine Zeit lang gelebt und auch gelehrt. Und er wird uns erzählen, was diesen Ort ausmacht, aber auch seine Sorgen und seine Ängste, die mit diesem Ort verbunden sind. Und natürlich wird Bruder David im zweiten Teil auch über seine zentrale Lehre, die Lehre vom dankbaren Leben, erzählen und was das ganz genau für uns bedeuten könnte, damit wir ein gelungenes Leben erreichen können. Ich habe Bruder David auch einige Fragen gestellt, die mir Freunde geschickt haben oder auch Menschen, die mir Mails geschrieben haben, was sie gerne von Bruder David beantwortet haben möchten. Das sind dann ganz schwierige Fragen. Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Was kann da für ein Sinn dahinter stecken? Wir werden auch erfahren, wie Bruder David sich Gott ganz persönlich vorstellt. Und natürlich auch, was Weisheit für ihn bedeutet und wie wir selbst ein bisschen weiser werden könnten. Freuen Sie sich auf meinen nächsten Podcast Lebensbildung für neugierige und lernende Menschen, den zweiten Teil mit Bruder David Steindl-Rast. Ich freue mich über Ihre Kommentare, die Sie mir gerne an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at schicken können. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn Sie meinen Podcast an Ihre Freunde und Freundinnen weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wünscht Andreas Salcher.